Ja, hallöchen, liebe Bastelgemeinde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Videofolge für unsere Metallwissmark. Natürlich geht es weiter an einem weiteren Donnerstag für euch. Das Osterfest steht bevor, aber das soll mich nicht davon abhalten, euch eine Videofolge zu präsentieren. Unserer Bismarck Ausgabe 114 ist heute am Start, bringt uns wieder viele verschiedene Bauteile. Da sehen wir sie. Unter anderem heute haben wir ein neues Rumpfteil. Damit werden wir die 12. Rumpfsektion abschließen. Wir haben ein paar Lüfterelemente für die Barbette von Turm Caesar. Und wenn ich das Ganze mal umdrehe, haben wir Schlingerkiele damit bei. Da seht ihr sie vielleicht schon. Vier Stück an der Zahl, zwei Hälften jeweils für beide Seiten. Die werden wir an unserem Rumpf anbringen. Also wir werden ein bisschen was am Rumpf heute tun. Viel geschraubt wird gar nicht hier an den Teilen. Die Schlingerkiele werden nur eingesteckt, das kann ich schon mal sagen. Und dann wird auch dieses Themengebiet in einer Ausgabe mal eben schnell abgehakt sein. Darauf könnt ihr euch freuen. Natürlich gucken wir auch gleich nochmal ins Heft hinein, damit wir ja da auf dem aktuellen Stand sind, was die Themen dort anbelangt. Bevor ich allerdings starten möchte, möchte ich euch einen kleinen, kann man sagen, Produkthinweis geben. Und zwar ist es so, dass in der vergangenen Woche schon in der Bismarck-Gruppe bei Facebook vom guten Kai die Information kam, beziehungsweise direkt aus erster Hand kann man sagen, dass Hachette uns etwas für die Metall-Bismarck bringen wird, was vorher nicht im Plan war, aber jetzt doch für uns zum langsamen, aber sicher werdenden Ende der Serie uns etwas Neues erwarten wird. Und zwar haben wir die Möglichkeit, ab sofort auch schon eine Acrylglasvitrine mit entsprechendem Boden zu bestellen. In den nächsten Abo-Lieferungen bzw. in einer der nächsten Ausgaben wird es dann nochmal im Heft auch selber eine Infobroschüre oder irgendein Bestellzettel in irgendeiner Art und Weise geben, der uns dann darauf hinweist: Hallo, hier bietet Hachette jetzt diese Acrylglasvitrine an. Sie ist aktuell schon im Shop verlinkt. Es gibt ja seit neuestem auch einen Shop, wo man sich die Ausgaben einzeln nachbestellen kann. Da ist die Vitrine mit drin. An der Stelle versuche ich auch noch mal ein Bild einzublenden von dem Ganzen. Das Ganze ist, glaube ich, 1,40 Meter lang. Ich glaube 35, bin mir nicht ganz sicher, 35 oder 25, ich glaube aber eher 35 Zentimeter tief und ich glaube 44, 45 Zentimeter hoch soll die ganze Vitrine sein. Also ein richtig fetter Oschi wird die sein und kostet 189 Euro. Ja, ist eine Hausnummer auf jeden Fall. Dafür gibt es aber natürlich letzten Endes auch eine ziemlich große Vitrine. Ob ich mir persönlich die hole, weiß ich noch nicht. Grundsätzlich wäre es auf jeden Fall ein Kaufgrund, gar keine Frage. Nur wüsste ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wohin damit. So kann ich die Bismarck wie hier schön aufstellen. Allerdings dann nochmal so eine deutlich breitere und höhere Vitrine drumherum könnte schwierig werden. Ein richtiger Standfuß kommt ja sowieso noch dazu, wo auch dann typisch mal die Elektronik auch mit drin sitzt, wo die Stromversorgung herkommt. Das wird noch kommen. Das heißt, sie wird sowieso ein bisschen angehoben, aber eine Haube drumherum ist eben nicht dabei. Jetzt schon, wenn man es möchte. Da muss ich mir noch meine Gedanken machen. Aber wenn ihr diese Vitrine haben möchtet, könnt ihr sie ab sofort im Shop von Hachette besorgen zum Preis von 189 Euro. Wie gesagt, den schriftlichen Hinweis gibt es nochmal, glaube ich, für die nächsten Abonnenten in der nächsten Lieferung, glaube ich, habe ich gehört. Und in einer der nächsten Einzelausgaben da beim Kiosk. Kleiner Produkthinweis am Rande. Aber jetzt wollen wir auch mal wirklich loslegen mit Ausgabe 114 unserer Metallbismarck. Los geht's. Made of steel, it's walking motion, king of.
So, los geht's mit Ausgabe Nummer 114 unserer Bismarck. Wahnsinn, wie viele Ausgaben wir schon hinter uns haben, und es geht immer noch munter weiter. Ja, zu den Teilen, wie gewohnt, kommen wir gleich. Erstmal ein Themenüberblick. Und zwar, ja, ein bisschen mehr Bauanleitung, sehen wir schon. Da haben wir nur zwei Themen heute, genau. Und zwar die Bismarck-Geschichte und Schicksal zur Untätigkeit verdammt. Für die Männer an Bord der Bismarck verrannen die Minuten am Nachmittag des 26. Mai quälend langsam. Sie rechneten jeden Augenblick mit einem Angriff britischer Flieger. Doch insgeheim hatten sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ihr Schiff die folgenden Stunden unbeschadet überstehen und den Schutz der Dunkelheit erreichen würde. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als aufmerksam zu bleiben und zu warten. Ähnlich hilflos fühlte sich auch der Kommandant eines deutschen U-Bootes, das sich in diesen Stunden unweit der Bismarck aufhielt. Jo, das gibt es zu lesen. Und dann der Seekrieg 39 bis 45, die Rückeroberung der Philippinen, Teil 2. Der Vormarsch der Amerikaner auf den Philippinen ließ sich nicht mehr aufhalten. Nach schweren Kämpfen eroberten sie Luzon und setzten ihre den Einheimischen versprochene Rückkehr in die Tat um. Als nächstes war die indonesische Insel Borneo an der Reihe, für die Japaner als Rohstoffreservoir von unschätzbarer Bedeutung. Ja, das soweit zum Lesestoff für heute. Und dann, ja, wollen wir loslegen. Ich kann schon mal vorab sagen, nicht ganz in der Reihenfolge vorgehen wie jetzt, weil ihr seht, ich habe alles noch relativ frei hier. Das heißt, ich werde gleich erstmal die achteren Aufbauten herholen, dass wir die erstmal verarzten wollen mit den Lüftern. Das machen wir gleich mal zuerst. Also erstmal der Fummelkram, und dann geht es an die größeren Teile. Das Rumpfteil und dann die beiden Schlingerkiele werden wir anbringen. Ich glaube, so machen wir es. Aber was ich natürlich schon mal machen kann, ist euch einmal kurz die Teile zeigen. Das kann ich schon mal machen. Da ist ja nichts bei. Schon mal auspacken quasi. Hier haben wir wieder das Rumpfteil. Dachte gerade, da wären ja so ein bisschen Schlieren dran von der Pappe bzw. von dem Plastik. Aber alles okay. Da haben wir das Rumpfteil. Dann war hier drunter noch was? Ja, natürlich. AM-Schrauben. Wunderbar. Dann zwei gleiche Gussäste mit den Lüfterteilen für Turm Cäsar. Vier Stück, drei große, ein kleiner. Und das dann einmal mal zwei. Dann die vier Schlingerkiele. Eins, zwei, drei, vier. Die sind aus Plastik. Dann der Verbinder fürs Rumpfteil und noch eine ganz, ganz kleine Ätzteilplatte. Oder ja, eine kleine, kann man sagen, Ätzteilplatte. Auf jeden Fall Metallplatte mit Details, die wir an die Lüfter gleich anbringen werden. Aber hier haben wir eben die Schlingerkiele mit dabei. Das sind zwei für jede Seite. Die sind netterweise auch markiert. Hier kann man das am Rand vielleicht erkennen. Ich hoffe doch, da sieht man es. Hier haben wir beispielsweise R2. Dann wird hier auch noch das Gegenstück liegen. Genau, R1. Das heißt, die werden dann so angebracht. Und man sieht auch hier, wir haben hier diverse Kanten drin. Sieht man da vielleicht so? Da sieht man das, diverse Kanten drin. Hier ist nur eine gerade, sehe ich, aber hier sind mehrere, glaube ich. Nee, auch nur. Okay. Ich dachte mehrere. Hier ist nur eine Kante. Okay, nur jeweils eine Kante. Und eben eine Kante, die das Ganze verbindet. Das sind dann eben die einzelnen Rumpfsektionen gewesen. Was leider bei mir nicht so schön ist, ihr seht das hier beispielsweise. Da ist so ein kleiner Farbabplatzer mit dabei. Ich glaube, beim anderen genauso, weil das eben nur Plastik ist, ist es anscheinend ein bisschen schwieriger zu lackieren. Hier so ein bisschen. Sieht man noch ein bisschen Reste von dem Raustrennen aus irgendeinem Gussast wahrscheinlich. Hier auch nochmal. Aber ich habe da fast perfekte Farbe dafür. Mache ich dann ein kleines Pünktchen drauf und dann passt das. Gut. Ja, das erstmal zu den Teilen, die wir heute verarzten wollen. Ich hole erstmal, würde ich sagen, die achteren Aufbauten her. Dann gehen wir erstmal an den Kleinkram und dann gehen wir Stück für Stück weiter zu den großen Teilen. So, liebe Freunde, ich habe da mal was vorbereitet, wie ihr sehen könnt. Ich habe schon mal alle Bauteile aus ihrem Gussast entfernt, beziehungsweise die kleinen Gitter, die wir hier haben, und Lüfter, Gitter, Gitter. Gitter sind das, die kleinen. Die habe ich auch schon mal zurechtgebogen, beziehungsweise so kleine Nupsis oder kleine Pins am Ende, wie man hier zum Beispiel sehen kann, hoffentlich. Oh Gott,
schwierig, da zum Beispiel schon mal in die richtige Richtung gebogen. Zwei größere, die haben so ein kleines H-Symbol drauf. Zwei größere, die haben so ein Kreuz drauf. Und vier kleine, die gleich hier jeweils vorne an den Lüfter mit eingesetzt werden. Wir haben zwei von jeder Sorte. Einmal für links, einmal für rechts. Da sind sie gleich. Wir müssen nur gucken, dass wir die an die richtige Position setzen. Erst einmal brauchen wir die. Wir haben von diesen länglichen, langen Lüftern haben wir zwei schmale und zwei breite. Wir brauchen erstmal die zwei breiten. Das sind diese hier. Wie ihr sehen könnt, hier, wenn ich jetzt mal das Gegenstück nehme, das ist deutlich dünner hier, das eine. Deswegen nehmen wir erstmal die. Das sind die inneren Lüfter quasi. Und die wollen wir jetzt einmal, hier haben wir ja verschiedene Löcher drin, einmal jeweils in die inneren Löcher einsetzen. Das ist der erste Schritt einmal. Wollen wir machen. Nur die Füße am, das war ja der falsche. Die Füße am Ende greifen dann ins Deck mit rein. Kann man das schon sehen? Ich hoffe doch. Und ja gut, der Rand hier, der liegt dann natürlich schön auf. Machen wir oben mal ein bisschen ran so. Damit der sowohl gut an der Barbette als auch am Deck befestigt ist. Mal gucken, muss ich auch von mir aus gucken, dass der gerade ist. Ups. Seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich muss mal eben von mir von der Seite gucken, dass das Ding auch einigermaßen gerade ist. Wäre ja sonst blöd, ne? Da haben wir einen. Und den zweiten, wo habe ich jetzt meinen Stick? Da ist er. Und dann den nächsten. Ja, so ein bisschen Fummelkram haben wir heute auch doch dabei. Kann ja nie schaden. Hier, komm, da rein. Jetzt habe ich schon gesehen, jetzt habe ich ein bisschen rumgeklebt, was den Kleber anbelangt, aber macht nichts, da kommen gleich noch die anderen Lüfter drüber. So, denke ich mal, kann sich das sehen lassen. Na, da haben wir sie dran. Jetzt kommen die nächsten daneben dran, das sind die dünneren. Und zwar die dünneren, die oben rum zwei Löcher haben, also diese beiden. Es gibt auch dünne, die nur oben ein Loch haben, aber hier mit zwei Löchern das gleiche. Ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich diese Teile zuerst einsetze und dann gleich die Gitter dazu einsetze. Ich weiß, in der Anleitung ist es ein bisschen anders beschrieben, aber mein Gott, man muss ja nicht immer alles nach Anleitung machen. Kann man, muss man aber nicht. Wenn das Teil jetzt aber noch da sich reinsetzen würde in die Halterung oder in das Loch, die Vertiefung. So. Einmal. Und der zweite schmale. Auf der anderen Seite. Während ich hier am Kleben bin, ich weiß, es gibt einige, die jetzt nicht unbedingt auf Spoiler abfahren, ne? Aber ich kann sagen, das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon mal erwähnt, in den nächsten Ausgaben werden wir uns intensiv, wenn man das so nennen möchte, mit dem Rumpf auseinandersetzen. Und nochmal kleiner Spoiler in der Ausgabe Nummer 118, die kann man ab heute, seit heute, weiß ich auch noch, oder zumindest heute, Mittwoch ist das Zeitpunkt der Aufnahme, kann man auch die Vorschau bis zu 118 auf der Webseite gucken. Und seit heute ist auch offiziell, jetzt von Seiten von der Chat quasi durch die Vorschau bekannt,
mit der Ausgabe 118 werden wir den Rumpf unserer Busy beenden, Freunde. Ja, wir werden den hinten schließen. Geile Sache, auf jeden Fall, dass wir dann soweit sind und den Rumpf geschlossen haben. Finde ich eine super Sache. Natürlich werden trotzdem noch viele Details folgen. Sowohl an Rumpf als auch natürlich tonnenweise Details an den Aufbauten. Der ganze Heckbereich fehlt ja noch, also langweilig wird es in den dann noch übrigen 22 Folgen auf jeden Fall nicht. Aber ja, tatsächlich wird der Rumpf in der Ausgabe 118 abgeschlossen sein oder vervollständigt sein. Und dann hat unsere Busy ihre vollständige Länge dann erreicht. Apropos vollständig, die Lüfter sind vollständig dran, wie man sehen kann. Dann haben wir noch zwei kleine Lüfter. Wobei, da wird es schwierig mit den Gittern, weil hier die Trommeln vorliegen, sehe ich gerade. Zumindest eine. Deswegen mache ich das gleich. Ich mache erstmal die Gitter ran. Und zwar, natürlich kommen hier erstmal zuerst große Gitter. Und zwar sind das die Gitter, die hier ein Kreuz haben. Das Kreuz zeigt übrigens, fällt mit dem Kreuz nach unten. Jetzt brauche ich eine Pinzette. Ich habe da ja mal so eine neue bekommen. Falls ihr es wisst, ich bin ja momentan auch ganz stark im Steinekleben. Dank der lieben Feli habe ich ein Diamond Painting bekommen von der, von dem Modellbaustammtisch mit dem Design, mit dem Logo. Und da bin ich dabei. Und da war eben diese nette. Und da war sie dabei. Toll, wenn man einen Teil mit Sekundenkleber gerade getränkt hat und dann das auf eine Wolldecke fliegt. Fusselt überhaupt nicht. So. Einmal und die andere Seite nochmal genauso. Da seht ihr es schon. Ist schwierig zu zeigen, wenn ihr jetzt von oben guckt, ich weiß. Aber anderweitig wüsste ich jetzt gerade nicht, das besser hinzukriegen. Na komm. Da rein. So werden sie dann einfach mit den kleinen Pins in die Löcher eingesetzt. So, das machen wir jetzt noch mit den anderen beiden. Dann machen wir die Gitter ebenfalls ran. Und dann kommen noch die restlichen Lüfter mit dran. Das Ergebnis zeige ich euch gleich. Das mache ich hinter der Kamera fertig, damit es nicht allzu lange und nicht allzu langweilig ist für euch. Aber so ist das Prozedere. Und dann seht ihr gleich das Ergebnis. So, an dieser Stelle habe ich mir nochmal die Mühe gemacht, um euch den ganzen Rumpf einmal zu zeigen, zumindest bis jetzt, da fehlt ja nicht mehr viel. Wie ihr gerade schon gesagt, da kommen in den nächsten paar Wochen auch die letzten Teilchen, aber nur um euch nochmal das Ganze zu zeigen, wie groß der Rumpf, kommt immer noch auf die Kamera drauf, ne? Wie groß der Rumpf tatsächlich mittlerweile geworden ist, da müsste ich auch wahrscheinlich noch ein Stück weiter rausziehen, ne? Bis hier ist Anschlag, also ein Riesenelement mittlerweile geworden und ich habe jetzt mal die ganzen Aufbauten abgenommen. Da kann man dann am einfachsten dran schrauben oder beziehungsweise gleich die Stingerkette einsetzen. Dann kann man den auch schon schön so hochkant stellen, dann geht das deutlich einfacher. Aber vorher wollen wir erst nochmal eine neue Rumpfsektion anschrauben. Wie so oft. Deswegen, ich hole mal ein Stückchen daran. So geht das, glaube ich. Wir wollen nämlich hier noch ein bisschen weiter schrauben. Und das nächste Seitenteil mit ansetzen, wie alle anderen Teilchen auch schon zuvor. Kommt das ran, passt auch schon wieder wunderbar. Falls ihr euch wundert, warum es hier hinten so ein bisschen andersfarbig aussieht, das ist genau der Bereich von der von dem Maschinenraum, wo wir dann ja reingucken können. Und da habe ich dann, weil man den Boden dann sieht und der dann so silbern glänzt, habe ich gesagt, okay, dann machst du dann wenigstens so diese Rostfarbe drüber. Oder die dieses Rostrot, diese Farbe drüber. Dann passt das. Schraubendreher ansetzen.
Mach den erstmal unten fest und dann kommt nochmal der Verbinder gleich. Einmal. Oh, die ist ein bisschen widerspenstiger, die Schraube, merke ich gerade, aber wenn sie einmal sitzt, dann ist sie fest. Jetzt seht ihr gerade so eine Spalte hier, das wird sich aber gleich schließen, automatisch, wenn gleich der Verbinder noch rüberkommt. Beziehungsweise geht der auch nur in eine Richtung, sehe ich gerade. Jo, passt nur so. Und irgendwo war doch der Kleine. Mario hat in Schlumpfine getauft. Da ist er. Der Kleine hier, der ist natürlich jetzt perfekt. Gerade wenn der Rumpf natürlich immer schmaler wird jetzt. Einmal. Jetzt biegen wir das quasi in Position mit der letzten. Ziehen das Rumpfteil nochmal mit ran. So. Und damit ist das Rumpfteil auch mit dran und somit die 12. Rumpfsektion auch abgeschlossen. Insgesamt fehlen noch 2 Rumpfsektionen. Einmal die 13., die bald kommt, und dann noch das Heckteil. Das ist dann die 14. quasi. Und dann ist das ganze Rumpfelement vollständig. Aber wir sind noch nicht fertig. Deswegen hole ich mal ein Stück näher raus. Dann wollen wir noch die Schlingerkiele ansetzen. Dafür haben wir hier schon, wie ihr bestimmt sehen könnt, einige Löcher drin. Und die müssen wir einfach nur einsetzen. Schauen wir mal, ob es klappt. Wir sind jetzt hier gerade auf der Steuerbordseite. Sprich, rechts brauchen wir R1, haben wir hier, und R2. Das sind diese beiden. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir die richtige Position nehmen. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Man sieht aber hier schon, die Löcher und die Pins stimmen überein. Auch die Kerbe hier drin, die stimmt mit der Wölbung von dem Rumpf überein. Also das kommt auf jeden Fall hier rein. Gucken, ob das so klappt. Oh ja, da gibt sich schon so eine kleine Art Widerstand, dass das Ding auf jeden Fall nicht wegfliegt. Das ist schon mal sehr gut. Es ist mittig so ein bisschen, ne, sieht man vielleicht, bewegt sich das, aber es passt. Einmal. Und das andere Teil genauso, da muss es hin. Ja, muss es tatsächlich ein bisschen mit Schwung reindrücken. Also da braucht man auf jeden Fall keine Sorgen haben, dass das Ding rausfliegt. Die sind auf jeden Fall fest. Natürlich sieht man jetzt so eine kleine Kerbe hier. Kann man vielleicht sehen. In der Mitte direkt. Hier. Ist dann leider so. Es lässt sich bei diesem Modell letzten Endes nicht vermeiden. Haben wir. Jetzt wenden wir das Ganze nochmal. Ist bei der Größe natürlich nicht ganz so einfach. So. Und dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Jetzt haben wir links L3. L3? L2. Okay, sah aus wie L3. Na gut. Auch hier stimmen die Löcher so überein und die Kerbe genauso. Das heißt, das kommt so in diese Position. Mit Schwung eindrücken und dann hält das. Wie ihr vielleicht schon hier sehen könnt, da ist so eine kleiner Farbabplatzer. Aber wenn es das nur ist. Aber guck mal, er hält jetzt durch den Schlingerkiel, das ist auch schön. Und hier dasselbe nochmal. Einmal, zweimal und dreimal. Sitzt auch mit dran, der Schlingerkiel. Oh, wie kommt das Licht so am besten rüber? Naja, kann man einigermaßen erkennen, ne? So. Da sieht man den Schlingerkiel. Ist mit dran.
beziehungsweise beide sind mit dran. Und ja, die achteren Aufbauten haben, beziehungsweise Babette von Tom Cesar, hat, wie man hier sehen kann, neue Lüfterelemente bekommen. Ja, damit haben wir alles erledigt, was die Ausgabe 114 heute für uns zu bieten hatte. Rumpfteil, Schlingerkiele und Lüfterelemente für Turm Cesar. Oder Babette von Turm Cesar. Das kam heute und wie es in der nächsten Folge 115 weitergeht, weil wir sind auch schon wieder durch heute, das zeige ich euch natürlich jetzt. Ja, die Ausgabe 114 ist abgeschlossen, wie gerade schon in der Kamera gezeigt. Die Babette von Turm Cesar hat neue Lüfter bekommen, wie man hier sehen kann. Jetzt können wir noch wieder richtig drehen. So, wunderbar. Und dann haben wir natürlich noch ein Rumpfelement angeschraubt. Das haben wir hier, das Steuerbord-Seitenteil. Und damit ist diese 12. Rumpfsektion abgeschlossen. Und wir haben, wie ihr hier sehen könnt, die Schlingerkiele. Also sowohl an Backbord als auch an Steuerbordseite. Sieht man das? Ja, doch, sieht man. Mit angebracht. Und wenn ich das Ganze jetzt mal gerade so halte, ist ja eher so selten, dass ich das ganze Rumpfteil so halte, dann sieht man mal, wie ein riesiges Teil das ist. Ich muss wirklich richtig weit rausfahren, um wirklich alles hier auf der Kamera zu haben. So, also wirklich ein richtig, richtig, richtig fettes Teil, der Rumpf. Und noch nicht ganz fertig. Also das fehlen noch ein paar Zentimeter bis zur Vervollständigung. Also allein schon... Auch schöne Aufnahme, ne? Wie groß der Rumpf ist, also Wahnsinn. Und die letzten Elemente werden folgen. Und das ist quasi auch schon die Vorschau, die ich euch jetzt geben möchte mit der Ausgabe 115, die uns in der nächsten Woche dann erwarten wird. Und zwar Ausgabe 115 gibt es wieder was zu lesen. Die Bismarck-Geschichte und Schicksal Friendly Fire, was auch immer das bedeuten wird. Die Legende der Kriegsschiffe, die U-47 und der Seekrieg 39 bis 45, Landung auf Iwo Jima. Das gibt's zu lesen und der nächste Bauabschnitt wird der folgende sein. Wir starten mit der 13. und damit vorletzten Rumpfsektion und bekommen den kompletten Kielbereich geliefert. Eine große Kielplatte, die angeschraubt wird, ein ganzer Kielbereich quasi. Und noch ein zweites Element, dieses hier, das wird hier in der Mitte angeschraubt. Das ist dann quasi die Auswölbung, wenn man so nennen möchte, für die mittlere der drei Schiffsschrauben. Die beiden werden zusammengesetzt und dann an der Rumpfstruktur mit befestigt, sodass wir da dann die vorletzte Rumpfsektion beginnen werden. Also viel zu tun gibt es nicht, nur das Rumpfteil anschrauben, seht ihr ja, ist übersichtlich. Deswegen wird das auch schnell von der Bühne gehen. Aber gut, dadurch wird der Rumpf trotzdem dann weiter Richtung Ende gehen. Wie gesagt, Ausgabe 118, dann ist Abschluss des Rumpfes. Gut, das war soweit alles für heute. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben, beziehungsweise meinem Kanal auch sehr gerne ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos hier online gehen. Apropos neue Videos, was könnt ihr euch erwarten? Der Manta ist bei mir angekommen, das heißt, es gibt da jetzt bald dann ein Manta-Video. Ich würde mich sehr freuen, ihr seht das Video jetzt am Donnerstag, dem 1.4., kein Scherz, 1.4., wenn ihr morgen dabei seid, da plane ich nämlich einen Livestream, denn mein Kanal Partwork Modellbau ist jetzt am 31.3. 2 Jahre alt geworden, hat Geburtstag gefeiert und ich dachte mir, ich mache einen Livestream und bastel auch ein bisschen, was genau, wird sich erst morgen, übermorgen so zeigen bei mir. Also, die Aufnahme ist Mittwoch, ne? Nochmal dabei gesagt. Da wird sich zeigen, was ich da basteln werde, aber ein bisschen werde ich auch basteln, aber hauptsächlich mache ich den Stream dann eben zur kleinen Feier des Tages zum 2-jährigen Bestehen, Jubiläum, wie auch immer man es nennen möchte, hier von meinem Kanal. Schon mal vorweg, vielen Dank an alle, die schon so lange bei der Stange sind, beziehungsweise immer noch dabei sind und mich letzten Endes so unterstützen, dass dieses Zeitfenster letzten Endes überhaupt erst zustande gekommen ist. Das muss ich schon mal sagen. Ansonsten neue Videos, von jedem wird es etwas natürlich geben. Ihr seht vielleicht hier schon ein bisschen aufgereiht Bauteile für Real Robots. Die letzte und Entwicklungsphase 4 von Cyball wird bald beginnen. Da liegt alles schon parat. Da mache ich dann die Videos von und da wird es dann auch die ersten Folgen in den nächsten Tagen dann geben. Freut euch drauf. So, genug gequaddelt, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und nächste Woche geht es dann weiter mit Ausgabe Nummer 115. Wenn ihr nur die Bismarck schaut und keine anderen Videos, dann wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Osterfest im leider gezwungenermaßen auch sehr ruhigen und kleinen Kreis, aber trotzdem macht's Beste draus, genießt das vielleicht noch schöne Wetter. Hier ist es gerade so wunderbar, auch wenn es jetzt die nächsten Tage wieder Mist werden soll, aber
So ist das Aprilwetter, ne? Kann man nicht ändern. Trotzdem genießt die Tage und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin noch ein paar schöne Tage euch allen. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.